ausgeklammert werden. Dann darf ich noch mal kurz auf Ihre Schulzeit zurückkommen, das humanistische Gymnasium. Waren Sie eher diszipliniert oder vorlaut und aufsässig oder alles? Beides. Beides. Waren Sie ein guter Schüler? Gemischt. Also ich habe erst Latein richtig gelernt, wie ich selber Nachhilfestunden gegeben habe. Nicht nur, wie ich genommen habe, sondern ich habe mir irgendwann mal aus Geldmangel entschlossen, Nachhilfeunterricht zu geben und war dann, habe es aber für die Anfänger der Anfänger gegeben und habe damit die Grundlagen richtig wiederholt und dann ging es auf einmal. Sagen Sie mal, Sie studierten Jura wie Ihr Vater. Hat er Sie darauf orientiert oder war das? Mein Vater war Rechtsanwalt und der sagte etwas, was von der anderen Seite Gregor Gysi auch mal gehört hat: Ich bin ein freier Advokat. Und das wollte ich ja nie auch immer werden. Das heißt, das war schon früh, dieser Wunsch. Ich war früh, ich habe als Jugendlicher den Film Zeugin der Anklage gesehen mit Marlene Dietrich, ja, ja. Charles Laughton als Verteidiger. Den gab es in der DDR auch zu sehen. Was? Den haben wir auch gesehen. Durfte ihr Filme sehen? Ja, wir durften sowas sehen. Wissen Sie, der Unterschied ist ganz einfach. Aus der Sowjetunion wurde leider jeder Mist eingekauft, aber aus den USA nur die guten Filme, während Sie auch den ganzen Mist aus den USA bekamen. Das war ein Punkt. Ja, und das hat, also mich, das muss ich auch. Ja, das verstehe ich auch gut. Das ist auch wirklich ein spannender Film, muss ich sagen. Und wie waren das? Hatten Sie dann beim Studium ein unterschiedliches Interesse an Straf-, Zivil- und Verwaltungsrecht? Oder orientierten Sie sich ziemlich früh? Also ich hatte immer, also ich war ja in Contra immer, wie Sie wissen. Ja? Und wir haben da die ganze Law-and-Order-Tour gemacht. Und ich war immer für Sicherheitsrecht. Und Strafrecht gefiel mir am besten. Ja, das verstehe ich. Zivilrecht hat auch eine andere Logik. Es ist ziviler, wie der Name schon sagt. Ja. Ja. Heute bin ich, nicht, dass eine Werbung werde, gell? Bitte missverstehen Sie das nicht. Ja. Heute bin ich aber in dem Promenadeplatz 9 in München, 80333. Heute ist meine Kanzlei tätig, so an dem ganzen Zwischenbereich zwischen Zivilrecht und Strafrecht. Das macht großen Spaß. Sie sind seit 1978 als Rechtsanwalt zugelassen. Sie arbeiten jetzt mit Santer und Bub. Den Bub kenne ich ganz gut. Das ist ja auch also für Grundstücksangelegenheiten und, glaube ich, Insolvenz macht er auch. Könnten Sie noch mal die Telefonnummer durchsagen? Ja? Die können Sie bei mir dann abholen. Das sind durchaus berühmte Anwälte. Wie entwickelt man sowas? Also man ist fertig mit dem Studium. Ich komme auf Ihr Studium dann noch mal kurz zurück. Aber man ist so fertig und dann, wie kommt man in so eine Anwaltspraxis rein? Also ich habe damals eine Praxis gegründet. Ich habe sie gegründet gemeinsam mit meinem Freund Alfred Sauter. Das war mein Studienkollege, wurde später bayerischer Justizminister. Wir halten zusammen. Und wir haben eine Kanzlei gegründet, die eine größere Kanzlei angeschlossen war, die sehr viel Sicherheitsrecht und öffentliches Recht gemacht hatte. Meine allerersten Fallgruppen waren zwei Sachen. Ich habe in München verteidigt immer die schwarzen Sheriffs. 60er, 70er Jahren war das große Thema Verwahrlosung der Innenstädte. Das ist in Berlin völlig unbekannt. In München hatte man angefangen, so städtische Privatordnungsdienste einzuführen. Die hießen Schwarze Sheriffs. Und jeder, der fortschrittlich war, hatte ein Feindbild in München. Das waren die Schwarzen Sheriffs. Also waren wir hochgeeignet, die zu verteidigen, weil die permanent angezeigt worden waren. Das war und viele strafrechtliche Verteidigungen. Und dann hatte ich noch einen prominenten Fall. Da gab es einen großen Mord. Das wissen aber nur die ganz Alten unter Ihnen. Entschuldigen Sie, das war der Begonienmord. Und der war dann schon zu lebenslang verurteilt. Und der wollte resozialisiert werden und als Zahnarzt wieder zugelassen werden. Und wir haben... Ich habe den vertreten in seinem Streit mit dem Freistaat Bayern und gewonnen.
Das spricht ein, schon mal für Sie. War ein munterer Kampf. Ja. Sie sind ja jetzt spezialisiert auf Wirtschafts- und Wirtschaftsstrafrecht. Ja. Ist denn die Staatsanwaltschaft und die Polizei eigentlich in der Lage, Wirtschaftsstrafrecht wirklich aufzuklären, oder sind die da häufig auch überfordert? Also ich glaube, dass die deutschen Staatsanwaltschaften da viel besser aufgestellt sind als in vergleichbaren Ländern, Italien, Frankreich, Großbritannien. Die Staatsanwälte machen das auch sehr gern, weil da haben sie eine gute Presse. Also klar, wenn sie gegen Unternehmen vorgehen, da ist der gefühlt stark naive Mann auf der Pressebank auf ihrer Seite, und da gibt's ein Fleißbild dafür, und sie haben da eine ganz andere Dynamik bei der Ermittlung. Und die haben die Wirtschaftsabteilungen der Staatsanwaltschaften, die waren früher Mauerblümchen, und sind ja heute bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland mit die stärksten Abteilungen. Schadet auch nichts. Was fasziniert Sie am Verwaltungs- und Verfassungsrecht? Verfassungsrecht ist auch Sicherheitsrecht. Ja, und beim Verfassungsrecht, das heißt, fasziniert mich, ärgert mich, dass es permanent von unserer Regierung gebrochen wird. Ich habe früher schon ein paar Mal, ich meine, Unrecht ist nicht in Ordnung. Unrecht, also ein Verstoß gegen die, wenn wir jetzt alle Monopoly spielen, aber wir müssen uns an bestimmte Regeln halten. Über die Sinnhaftigkeit der Regel kann man streiten, aber wenn einer mitspielt, dann muss er sich dran halten. Darf ich Ihnen zwischendurch sagen, dass ich in der DDR mit meiner Mutter und meiner Schwester Monopoly gespielt habe? War das erlaubt? Ja. Weiß ich nicht, die hat das mitgebracht aus dem Westen, meine Mutter. Ja, und dadurch kenne ich den Kapitalismus. Ich will Ihnen sagen, ich habe da drei Dinge gelernt. Das erste ist, wenn du keine Straßen kaufst, keine Häuser und Hotels baust, bist du irgendwann pleite, weil dein Geld weg ist. Zweitens, wenn du zu viel Straßen kaufst, Häuser und Hotels, bist du auch pleite. Das hilft dir auch nicht. Drittens, wenn du richtig gut bist, sind alle anderen pleite und das ist auch langweilig. Dann kriegst du auch nichts mehr. Und irgendwann mal muss es aufhören. Ja. Und irgendwann muss man zum Essen gehen danach. Ja. Ja. Aber das Schlimmste ist, wenn der Staat selber Unrecht begeht. Ja. Da kann man ja verzweifeln, weil der ja für die Regelgeber zuständig ist. Okay. Und wir haben eine Einrichtung und wir haben ein Verfassungsgericht mit einer Macht wie kein anderes europäisches Land. Urteile des Bundesverfassungsgerichts haben Gesetzeskraft. Und wenn Sie sich die ganzen großen Streitthemen anschauen, Euro, Bundeswehreinsätze im Ausland, die Einwanderungsdebatte, dann sehen Sie, dass es immer damit zusammenhängt, dass es so Dellen gibt, wie der Staat die Verfassung auslegt. Und dass bei uns der Einzelne unter ganz bestimmten Möglichkeiten die Chance und das Recht hat, da was zu tun. Wir zwei waren doch mal gemeinsam im Zusammenhang mit Anträgen zur Euro-Rettung und einmal im Zusammenhang mit dem Einsatz von Eurofighter in Afghanistan. Dass man, und die Urteile waren ja immer nicht so schlecht. Und dass man bei uns, wenn ich da sitze und anschaue, und die kommen da eingezogen, dass man das bei uns kann. Dass man den Staat vor die Schranken fordert. Und dass sich dann in einer geordneten Verhandlung und mit sehr, sehr, sehr viel gemeinsamem Erörterungsbedarf und einem guten Pro und Contra, dass das bei uns möglich ist. Ich ärgere mich viel über unseren Staat, aber das versöhnt mich doch dann wieder. Ich finde das eine große Sache. Das stimmt. Wissen Sie, die Mitglieder meiner Partei haben die Rechtsstaatlichkeit zu schätzen gelernt, als sie merkten, dass, ich gehe jetzt von 90er Jahren aus, nicht von heute, sich ja fast alle gegen mich stellten und die Gerichte mir recht gaben.
Da haben sie gesagt, das ist ja doch was Besonderes. Wenn die ganze politische Klasse jemanden verurteilt und so, war auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Hat mich auch beeindruckt. Während des Studiums, als Sie studiert haben, da nervten Sie die linken Strömungen und Gruppen. Und Sie wurden, sagten Sie schon, Mitglied des Rings christlich-demokratischer Studenten und auch der Vorsitzende. Was mich interessierte, warum? War das Ihre Zivilisation, die Sie in konservative Richtung brachten? Oder hatten die linken Gruppen daran Schuld, weil Sie so unangenehm radikal waren? Oder wie entwickelte sich das in Ihnen, dass Sie sagten, das ist meine Richtung? Man versucht ja also die politische Prägung, da muss man also lang zurückdenken und da wie so ein japanischer Zen-Buddhist-Mönch sich in sich versenken, was war jetzt das Ausschlaggebende gewesen? Mir ging bei den 68ern, das waren nochmal nette Kerle und viele, ich habe heute noch meine Freunde drunter, aber da war es ja immer 100 gegen einen. Die hatten keine Mehrheit in der Bevölkerung, niemals. Aber an den Universitäten war das der vorherrschende Trend. Und das große Auslachen und so einen alten Professor rauszujagen. Und wenn sie irgendeine abweichende Position vertreten haben, dann sind sie in hysterisches Gelächter ausgebrochen oder sie sind in Tränen ausgebrochen oder sie haben sich ihnen vor die Tür hingesetzt. Ich fand es einfach scheiße zum großen Teil. Ja? Und ich wollte da nicht... mir hat's, es dürften ungefähr 4 Leute gewesen sein. Vielen herzlichen Dank. Ja. Mir hat es innerlich widerstrebt und ich denke auch, wenn man, es gibt auch Fälle, wo die Menge moralisch im Recht ist, ja, und fertig macht. Eines meiner frühen Pressebilder, die ich, also in ganz früher Schuljugend kannte, das waren aus Frankreich, kennen Sie bestimmt, das war mal das Foto des Jahres 1946. Das ist dann immer wieder veröffentlicht worden zu Kapitulationstagen. Die kahlgeschorenen französischen Frauen, die mit ihren Kindern durch die Straßen durchgejagt worden sind, weil sie Kollaboration betrieben haben. Alles klar und jeder weiß, wie die Sachen einzuschätzen sind. Aber da mitzumachen, ist nicht meine Sache. Und da macht es mehr Spaß für right or wrong, für jemanden zu sein, wo alle jetzt, jeder hat, 10.000 Menschen haben ein kleines Reisig zusammen, um dem den Scheiterhaufen zu machen. Und deswegen bin ich auch Verteidiger geworden, ist besser so. Im Deutschen Theater hatte ich den Chef des Springer Verlages Döpfner als Gast. Und es war interessant, als er ein Kind war, sein Vater war ein Professor für Geschichte. Mhm. Und der hielt so ganz normale Vorlesungen. Und dann kamen dann die linke Studenten und haben ihn mit Farbbeuteln beworfen, mit roten. Und er bekam einen Herzanfall und wurde mit einem Krankenwagen nach Hause gebracht. Und dann wurde sein Vater rausgezogen und er dachte, der ist blutüberströmt. Das waren zwar nur Farbbeutel. Und da ist bei ihm ein Knacks entstanden, was ich sogar verstehen kann. Weil das hatten ja die Linken seinem Vater angerichtet. Und er sagt, es kann sein, Herr Gysi, da ist bei mir irgendwas gebrochen.